Hallo und herzlich willkommen zurück bei Soundguide. Hier sind nochmal der Sti und der Elran. Hallo. Und ja, wie angekündigt, werden wir heute mal das neue Spiel anfangen zu zocken, was wir in dem Video letztens angekündigt haben. Wir haben zwar noch nicht gesagt, was es für ein Spiel wird, weil wir selber noch nicht genau wussten, für was wir uns entscheiden werden. So, aber hier ist es. Und zwar ist das der Nonstop Night. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch das bestimmt schon mal gesehen hat. Das Spiel ist ziemlich bekannt. Und ja, wir haben das vor ein, zwei Tagen mal ein bisschen angezockt. Und der Elran und ich sind beide wirklich überzeugt von dem Spiel. Es ist eigentlich einfach ziemlich geil aufgebaut von der Spiellogik her. Muss ich sagen, ist wirklich ein cooles Spiel. Und ja, wir werden jetzt in diesem Video einfach mal kurz zusammenfassen, worum es in diesem Spiel eigentlich geht, was man machen kann, wie das Gameplay so ausschaut, und werden dann nach dem Video wahrscheinlich einfach noch ein paar Let's Plays oder Gameplays von uns hochladen, zwischendurch mal, wie wir halt Zeit und Bock darauf haben. So, aber dieses Video wird im Großen und Ganzen eigentlich nur ein Informationsvideo kurz zu dem Spiel. Man sieht schon hier im Hintergrund, das bin ich, also mein Krieger ist da so ein bisschen vor sich am Herfarmen, das macht er von alleine, deswegen heißt er auch Nonstop Night. So, jetzt habe ich da links noch eine Belohnung, die ich kurz einsammeln möchte. Das ist eine neue Höchstebene erreicht. Genau, so, ich werde jetzt da mal kurz aufsteigen und werde dann nachher noch erklären, was es genau war oder ist mit dem Aufstieg. So, das war eine Runde, die war jetzt schon seit einem Weilchen dran. Ich würde mal sagen, eine Stunde habe ich den bestimmt jetzt farmen lassen. Und ja, wir werden einfach mal kurz gucken, bis wir wieder in der ersten Runde sind. Das heißt, bis dieser Bildschirm weg ist. So, jetzt habe ich da meine Marken erhalten. Dazu kommen wir gleich noch. So, Rasereigetränke erhalten. Getränke auch noch. Die sind immer geil. Belohnung noch dazu. Belohnung, Dankeschön. Oh. 9000, ein bisschen Startgold ist natürlich auch cool. So, also zu dem Spiel. Es fängt jetzt, man sieht hier oben in der Mitte, oben irgendwo links vom Abenteuer sieht man eine Zahl, da steht jetzt eine 1. Das heißt, ich bin jetzt in der ersten Runde. Das heißt, ja, wie soll man das erklären? In der ersten Runde, das kann man schon so sagen, würde ich sagen. Ja. Und ja, jetzt sieht man da, bezwinge 11 Gegner. Das heißt, der Krieger, der geht da so von alleine durch das Spiel. Man muss eigentlich bloß die Special Attacks drücken, die hier unten. So, die kann man einsetzen, wenn man das Gefühl hat, dass man sie braucht. Geht natürlich ein bisschen schneller. Aber wenn man das jetzt nicht machen würde, dann würde der von alleine einfach so durch die Runde durchrushen und einfach alles einfarmen. So, jetzt sieht man, alle Gegner sind weg. Jetzt kommt man in eine nächste Runde. Und jetzt muss man hier erneut 20 Gegner besiegen. So ein bisschen Special Attacks, mal ein bisschen nachhelfen. Und ja, das Game ist im Allgemeinen eigentlich ziemlich cool aufgebaut. Ich gehe mal jetzt extra hier kurz auf das Buch hier oben links. Das ist so, ja, das Fähigkeitenbuch, das heißt sogar wirklich so. Und dann sieht man hier die verschiedenen Fähigkeiten, die man sich dann im Verlauf vom Spiel natürlich freischaltet, wenn man das entsprechende Level erreicht hat. Und dann bekommt man noch diese Runen. Also die Runenplätze, die man freischalten kann, und dann sieht man oben halt, was es so bewirkt. Dreht sich dreimal um die eigene Achse und friert Gegner in Reichweite ein, zum Beispiel. Oder die Runde dreht sich dreimal um die eigene Achse und vergiftet Gegner in Reichweite. Da hat man wirklich eigentlich eine ziemlich große Auswahl von Attacks und kann sich das so ein bisschen zurechtformen, wie man das gerne möchte. So, ich hatte vorhin den Doppelstampfer drin. Genau. Und dann hat man hier unten die Attacks halt, wie gesagt. Und dieser Krieger macht im Grunde genommen nichts anderes, als der geht einfach die ganze Zeit durch dieses Land und geht und ja, kämpft sich Etage für Etage nach oben, bis man einem Bosskampf bevorsteht. Also wie zum Beispiel jetzt. Jetzt sieht man hier oben steht kampfbereit. Was bedeutet, ich bin jetzt bereit zum Bosskampf machen. So, wichtig in dem Spiel ist natürlich noch hier unten, auf der Tasche sieht man, was man ausgerüstet hat. So, dieses Zeug muss man vorweg immer ein bisschen aufwerten. So, das kostet natürlich das Gold hier, was man sich natürlich erfarmt, wenn man diese Monster tötet und so weiter. Und ja, jetzt muss man diese, wie sagt man da, dieses Gear halt ein bisschen aufwerten.
machst auch viel mehr Damage, man sieht das ja auch im Bildschirm, jetzt macht er schon 250 Damage. Man kann zum Beispiel jetzt auch mal diese Rüstung anklicken und dann sieht man hier, nee, die hat jetzt zum Beispiel noch keine Spezialfähigkeiten dazu. Vielleicht ziehen wir das nachher noch. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich bin ready für den Boss. Und dann kann man hier oben auf den Kampf bereit drücken. So. Und ja, jetzt kommt der Boss. Geht gleich in dem Land weiter. Mal ein bisschen Special Attacks. Und ja, die Bosse am Anfang sind ziemlich einfach, wie man gesehen hat. Das war ein ziemlicher One-Hit. Und ja, nach jedem Boss gibt es dann eine zufällige Belohnungskiste, so wie diese hier. Die Holzkiste ist jetzt natürlich nicht die beste Kiste. Und aus diesen Kisten kommen dann neue Items raus, genau, Rüstungen und so weiter. Und jetzt kann ich da gleich mal gucken. Jetzt habe ich hier ein neuer Umhang bekommen. Jetzt kann ich den hier unten freischalten. Und jetzt sieht man Vorteile, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, plus 10% Ausweichchance. Und das ist natürlich ein bisschen besser als der andere Umhang, deswegen werde ich den jetzt auch mal ausrüsten. So, und den alten Umhang natürlich verkaufen, brauche ich nicht mehr. So, und eigentlich geht es genau um das, was ich jetzt mache, halt einfach bis natürlich zu der Stage, wo man nicht mehr weiterkommt. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde, dann würde ich jetzt wahrscheinlich bis Stage, keine Ahnung, 60, 70 raufkommen. Aber das würde sich dann dementsprechend ein bisschen ziehen von der Zeit her. So, aber nee, im Großen und Ganzen ist das Spiel wirklich, wirklich lustig. Und ich werde jetzt auch nochmal kurz hier oben rechts, ich hoffe, das geht schon. Nee. Sollte gehen. Noch nicht, Ebene 20 steht bei mir. Ebene 20 ist es. Genau, so. Das Ziel bei diesem Spiel ist, dass man halt besser wird, logisch, dass der Charakter sich neue Fähigkeiten freischaltet. Ich gehe mal hier kurz auf das Menü und auf den Ritter. Hier hat man so eine Übersicht. Was man bis jetzt alles schon gemacht hat, ist eigentlich noch, ja, noch cool anzuschauen. Dann sieht man so, was man schon erreicht hat bis jetzt. So, wie sage ich das jetzt am besten? So, wenn man diese Runden kämpft, so wie ich jetzt, dann holt man sich Belohnungen oder man erarbeitet sich Belohnungen, die man sich dann abholen kann, sobald man bei mindestens Stufe 20 angekommen ist. Das sind nochmal zum Erwähnen, hier oben die in der Mitte, wo jetzt auf der linken Seite 4 und rechts 6 steht. Wenn ich da auf Stufe 20 bin, dann kann ich hier aufsteigen sozusagen und kann dann meine Belohnungen einsammeln, die ich mir in der Zeit erfarmt habe. Ist jetzt ein bisschen kompliziert erklärt. Ich hoffe, ihr versteht einigermaßen, was ich damit sagen möchte. So, jetzt werde ich mal kurz den Bosskampf machen. Und wenn nicht, dann habt ihr sowieso ein Tutorial, das erklärt euch wirklich alles, komplett alles. Auch bis zum ersten Mal aufsteigen. Also, da ist ja alles mit drin. Sehr schön. Also, das Einstiegstutorial ist wirklich gut gemacht. Also, übersichtlich, man kommt wirklich draus, was gemeint ist. Man kommt wirklich gut in das Spiel rein, sollte eigentlich kein Problem sein. So, jetzt werden wir mal kurz diese Waffe angucken, wo das was ist, freischalten, kurz. Und jetzt sieht man hier Vorteile plus 41% Crit Damage, das ist natürlich nice. Das ist sehr gut. Werde ich natürlich mal ausrüsten. So, jetzt habe ich eine bessere Waffe als vorhin, jetzt kann ich die alte verkaufen. Die neue kann ich ein bisschen verbessern zum Beispiel. Und ja, dann geht das Ganze einfach immer und immer und immer so weiter. Ich kann natürlich bessere Waffen bekommen aus anderen Belohnungskisten. Und die Umgebung und die Monster verändern sich auch entsprechend der Höhe, wo man ist, mit dem, ja, in dem Turm halt, wie man sagen möchte. Und ja, das Ziel ist, es hat eigentlich kein wirkliches Ziel. Man muss einfach bloß so weit nach oben kommen, wie nur möglich. Genau, also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Endstage, sondern es geht darum, dass du so weit nach oben kommst, wie mit deinem momentanen Charakter halt, wie das möglich ist. Und wenn es irgendwann nicht mehr weiter schaffst, dann musst du halt eben aufwerten oder wie heißt es? Aufsteigen. Dann bekommst du die Belohnung und ab dann ist das Ganze dann ein bisschen einfacher, weil du ja stärker bist und du kommst dann entsprechend schneller und besser. Also zu den Belohnungen. Wenn man da aufsteigt, dann kriegt man diese Marken, also ganz links die Belohnung, diese violette Steinmarke da, ich weiß nicht, wie die heißt.
nennen wir sie einfach mal Belohnungsmarken. Und mit denen kann man dann, naja, man sieht es ja, man kann sich den Damage dazu boosten. Und das bleibt dann auch, wenn ihr aufsteigt. Alles andere wird verloren gegangen, also die ganze Ausrüstung. Aber diese Bonus-Stats, die behaltet man. So wie man jetzt sieht, zum Beispiel beim Steve, der hat da schon, wo ist denn was? Hier. Der hat schon 600% plus Fähigkeitsschaden und 355% zusätzlichen normalen Schaden. Genau. Also ist, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal hat er aufgestiegen oder ist er aufgestiegen und das gibt natürlich die ganzen Punkte. Und wenn ich mir da jetzt noch dieses 200% Fähigkeitsschaden dazu kaufen würde für 800, dann würde da einfach eine Karte dazukommen und es würde da plus 800% Fähigkeitsschaden stehen. Und das sind dann die Fortschritte, die bleiben. Und das sind auch die einzigen Fortschritte, die bleiben. Alles andere fängt eigentlich mit dem Aufstieg wieder von vorne an. Genau. So, im Großen und Ganzen war es das eigentlich mit der Erklärung. Vielleicht werden wir jetzt gleich noch eine Runde zocken und noch ein Video machen. Aber eigentlich war das jetzt einfach mal ein kleines Tutorial. Wir hoffen, wir konnten weiterhelfen. Es hat ein bisschen Spaß gemacht zum Gucken. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.